Also Pseudo-Loot. Munition und Leben. Pseudo-Loot? Munition, Geld und Leben halt. Kann man sich halt. Ist halt nichts direkt zum Benutzen. Cooler Loot ist halt Sachen zum Benutzen. Ob es cool kommt, wenn ich hier einfach schon diese Basis angreife? Nö. Ne? Niemals. Also ich hab's. Echt oder ironisch? Das war echt. Ich wollte erstmal die Sachen abgeben, die wir jetzt gemacht haben, und dann weitermachen. Tatsächlich. Dachte ich, wäre das das Sinnvollste. If you're to survive out here for any length of time, you'll need a better shield. I humbly suggest paying a visit to the old Crimson Raider safe house. You'll need to take the elevator up there. Sind das alle? Du hast die Haare. Du hast die Haare schön. Ja, genau, wir können auch Bad Hair Day machen, aber das Shielded Favor ist schon besser, weil das Level 3 ist. Bei dem anderen, die Level sind über uns. Das können wir zwar machen, aber das wird schwieriger, deutlich schwieriger. Ja, das ist so das da unten, oder? Wir müssen erstmal hier irgendwie raus. Wie kommen wir denn überhaupt raus? Lift. Stand da irgendwas? Ach nee, Felix hat es gerade gedrückt, wie wir hier unten. Das muss da aufmachen. Den Eingang, der war ja gerade noch zu. Headshot! Erstmal die armen Flügelviecher hier. Achso, du greifst dich ja unten an. Ich greif die Flügelviecher an. Ja. You can't stop me! Ja, lad erstmal in aller Ruhe nach. Snipe die einfach? Ich snipe die gerade. Ich hab auch gesniped. Aber ich hab nichts geworfen. Der ist gerade voll in die Granate reingelaufen. Ich wahrscheinlich. Wir haben aber keinen Friendly Fire, oder? Nö. Hier. Natürlich. Oh, ich treffe aber auch nicht. Nee, du kannst nicht verletzen. Außer du bringst Sachen zum Explodieren. Das verletzt uns trotzdem. The train that runs through the dust. If all goes well, we should get to Sanctuary in a day's time. Hyperion hasn't diverted any troops from New Haven to pursue us, and a sandstorm has devoured their nearest frontier town. We just did. Oh, damn it! Pistole. Vier. Würde ich nicht irgendwie. Die Waffen müssen doch viel besser sein als die, die ihr habt. You've discovered one of Helena Pierce's audio logs. She was a lieutenant in the Crimson Raiders, the anti-Hyperion resistance. Wir müssen nicht da weiter. Das Shield-Ding ist in der Richtung. Ist die Frage, wollen wir das Audio-Log machen? Ne, lass erstmal das Schild machen. Moment, das da. Ich hol mir mal ganz kurz was zu trinken, ich bin gleich wieder weg. Ja, wird wohl schlimmer. In den besten Momenten. Hier geblieben. Shut, 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 shut up! Mit zwei Sniper auf ihn einhämmern. Meiner hat gerade einfach nur gesagt, shut, 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 shut up! Bei mir kam, dass du gesagt hast, du bist im Eimer. Ja, das ist im Englischen halt die Sache ein bisschen lustiger. Willst du jetzt wirklich hier ohne sie reingehen? Ich dachte, wir warten jetzt kurz. Ja, ich wollte bloß hier hingehen und das angucken. Wie angucken? Was soll denn das? Ja, die Waffe da. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nur kurz gucken und looten. Bin ich Level 4. Hast du vorhin die Waffe aufgenommen, die Pistole, die da rumlag? Dann kannst du jetzt benutzen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Nett. Dann gibst du doch die Mumie, wenn sie... Ja, wenn sie Pistolen will. Ist doch egal, aktuell kriegt man nur Pistolen. Wie konnte man das wegwerfen? Mit Q, glaube ich, wenn du drauf bist. Oh ja. Du kannst sogar jetzt jemanden hingehen und handeln unter sich. Oh, die ist grün. Achso, das ist die hier gerade lag oder was? Das ist aber Level 5. Wollen wir die will ich aber haben? Das ist eine Feuerwaffe. Wo hast du eine Level 5 Waffe her? Die lag dort neben dem kleinen Typen da vorne hier. Hm? Lag die. Ja, ja, ja. Na, wenn Lumi jetzt kurz was trinken will, dann kann ich auch noch kurz Wasser lassen gehen. Ach, das dauert ja ewig, ey. Ja, aber nicht rauchen. Nein. I'll give you something to cry about!
Da ist sie wieder. So. Vor allen Dingen, als erstes kam, wurde neben mir rumgehupft, bis Benny Freundschaft ist Hass. Weil ich einen Melee-Angriff gemacht habe und dich damit zum Duell herausgefordert habe. Achso. Look at me! Gib mir was zum Heulen, Benny. Du bist mit Level 4. Hast du inzwischen eine bessere Waffe? Guck ich gleich. Ich bin erst Level 4. Ja, nee, sie ist gerade Level 4 geworden, während sie weg war, das meinte ich. Okay, warte mal, ich hab jede Menge Waffen im Rucksack, ich habe das überhaupt nicht getestet, was davon besser ist. Die ganzen gelben Waffen sind die DLC Level 1 Waffen, die wir kriegen. Also die so Special Gelb sind. Die sehen alle nicht besser aus als das, was ich habe. Also sind manchen Sachen besser, aber an anderen Sachen dann wieder schlechter. Hab ich denn hier genommen? Ja nicht, ne? Ich hab hier noch was hinter euch hier runtergeworfen. Hier ist eine Assault Rifle, wenn ihr die haben wollt. Hätte ich die irgendwo verkaufen können? Verdammt. Ja, kann man. Die kann man in jedem Shop kaufen, egal ob du am Gesundheitsstand bist oder so. Gumi, bist du hier hinter dir oder Felix? Was? Hier hinter euch, wo ich stehe. Du hast nicht mehr Inventar, Lumi, du müsstest dir hier angucken bei mir. Hinter dir. Ich wollte eigentlich gerade nochmal nach den Skills gucken. Ja, also ich nehme die nie. Die ist auch wieder nur vom Schaden her besser, aber von dem Rest her schlechter. Dann nimm sie und verkauf sie. Schaden nicht das Wichtigste? Nee, genau, ich kann Feuer. Du siehst rechts unten übrigens deine Werte, ne? Rechts, wenn du auf so das Ding guckst, siehst du rechts unten die Werte der Waffe, die du gerade in der Hand hast. Ja. Du hast eine SMG. Schaden, aber ist halt genauer und alles. Na gut. Dann nehme ich die. Ich habe hier noch eine Pistole rumliegen, wer Bock auf die hat, die hat 21 Schaden. Willst du die haben? Oder nimmst du keine Pistolen? Pistole ist jetzt auch nicht unbedingt besser als das, was ich habe, oder? Dann nehme ich die. Pistolen, zum Beispiel Revolver und so, können ziemlich gut sein hier in dem Spiel. Das würde ich nicht unterschätzen. Es wird dann noch besser, wenn die Feuerschaden und... The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Oh, what a killer! Just get a new fuse for the elevator and ignore what he said about that power box. Ignore what he said about your power box. Achtung, mir erschrecken. Achie? Gesundheit. Gesundheit. Dass du da vorher noch sagen kannst, Achtung, nicht erschrecken, verwirrt mich. Ja, weil ich gemerkt habe, dass es langsam kommt. Ist das richtig ausgedrückt? Ja, ja. So, wir müssen da vorne. Okay, mach schon wieder die Kinder weg, dann kann ich auch rein. Boom. So geht's auch. Voll. Keine Möglichkeit gehabt zu schießen. So rankommen, hier sind noch mehr Gegner. Gib die Schusssicherung mal hier. Komm jetzt zurück. Habt ihr zugehört, was Catrap gesagt hat? Nein. Oder es steht rechts oben. Was wir machen sollen. Für die Quest. Es steht Lumi mir im Weg. Sorry. Da guckst, irgendwie wirst du ein bisschen verwirrt und neben der Spur gerade. Ja, ich bin's auch, weil mir tatsächlich etwas übel ist und es nervt mich total. Warum ist das jetzt nochmal genau übel? Das ist eine echte Mischung aus irgendwie damit klarkommen, dass mir schlecht ist, gleichzeitig auf die Story konzentrieren und parallel gucken, dass ich irgendwie mit den Waffen und allem umgehen kann. Das ist echt gerade ein bisschen viel. Das fuckt mich gerade ordentlich ab, noch Kopf dazu. Was machst du denn? Ich zerschieße hier die Stoffshit, die hier rumhängt. So weit bin ich auch schon gekommen, schon voll. Es steht rechts oben, was wir machen sollen, ne? Ja, ja. Dass wir den Strom abstellen sollen. Nein, aber ich weiß nicht, durch den Zaun rennen, steht da. Durch den Zaun, wenn der so aussieht, renne ich doch da nicht durch. Ich bin doch nicht gekloppt.
Klepp hat gesagt, wir müssen nur schnell genug sein, dann kommen wir da durch. Glaubst du wirklich alles, was ein kleiner idiotischer Roboter sagt? Er geht bestimmt. If I could, make a suggestion? You could shoot the fuse box to shut off the electricity, then grab the capacitor. Oh! Maybe grab it with your teeth! In general, ignore any advice Claptrap gives you. Was? Bruder, das ist eine 23er Waffe. Und eine Explosivwaffe mit 31. Du nimmst die Explosivwaffe nicht, aber du nimmst die 20 irgendwas Damage macht? Willst du mich verarschen? Meinst du mich? Nee, Felix, der hier im Klo. Oh, Gegner. Oh, mehrere Varianten von Gegnern. Komm hier! Wir müssen hinten gar nicht lang. Theoretisch. Praktisch auch. Skags! Ne, Gullimon. Oh Gott, aber... Warum werfe ich eigentlich Granaten? Warum hast denn du Granaten? Ich hab auch keinen... Wir müssen übrigens im Nahkampf töten, weil wir haben hier bei Bad Fur Day, musst du ihn gerade im Nahkampf killen. Du kannst sie anschießen, aber wir müssen im Nahkampf töten. Oh Gott, was macht denn der da? Aua! Ich weiß gar nicht, wie mein Nahkampf ist. V immer noch im Standard. V ist Standard Nahkampf. Ich muss mal gucken, ey. Q oder V, würde ich sagen. Ja, Q geht nie, V geht nie. Wenn du hier sowas anguckst und so ein Knubbel, siehst du es sogar angezeigt. Nahkampf, Maus 4. Mm. Achso, hast du dir halt woanders hingelegt, dafür kann ich aber jetzt nichts. Ich hab gesagt, dass die Standardbelegung ist. Wir müssen doch zum Schildding da hoch. Deswegen haben wir doch hier die Sicherung geholt. Aber hier drüben gibt's Fässer, da kann man rauf und man kann da irgendwie hoch. Ja, und? Da oben ist aber nicht viel. Ich will da zuerst hoch. Dann beschäftige dich mal damit, wie du da hochkommst. Ah, hier ist eine Leiter. Geh mal schnell hier hoch. Sag mal! Wie jetzt? Wie bist du da hochgekommen? Mit Skill. Ja, ist klar. Aber rennt an der Kiste vorbei. Friendship is hate! Lumi läuft vor. Ich bin dabei, ich komme. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll, als dahin zu laufen. Alles ist auch alles richtig, wir müssen ja auch dahin. Vollkommen korrekt. Look at me! Ach so. Ich find gut, dass der brüllt. Du bist einem Duell herausgefordert. Got the elevator working, have you? Great. Now simply ascend to the safe house and buy a shield. This used to be a sizable hub for the resistance until everyone heard the Hyperion army approaching and fled to sanctuary. Lumino ist hier drauf. Ich hab schon gemacht. Nee, du bist nicht drauf. Achso, ich bin nicht drauf. Du musst hier drauf? Hab ich schon gemacht? Ich dachte mal, ich muss ziehen. Ich hab schon gemacht, in meinem Kopf eingeleitet zu sagen. Bevor ich überhaupt gemerkt habe, was du fragen willst. Ist jeder von uns ein Schild kaufen? Oder reicht es, wenn es einer macht? Ich hab ein Schild. Nee, wir müssen eins kaufen. Wir müssen zwangsläufig eins kaufen. Ich hab ein Schild. Gekauft? Ja! Ich hab ein Schild. Wie oft denn noch? Ich hab ein Schild. Nicht die gleiche Aussage wie ich hab hier gerade ein Schild gekauft. Ich hab ein Schild ausgerüstet. Darum geht's nicht. Es musste nur einer eins kaufen. Das wollte ich wissen. Und das hat Lumi gerade gemacht. Danke, Lumi. Hä? Ich hab doch vor uns eins gekauft. Wir mussten aber jetzt für die Quest hier eins kaufen. Deswegen war das irrelevant, ob du eins hast, sondern ob du eins gekauft hast, war wichtig. Jetzt hier gerade. Ja, toll. Ihr könnt mich da nicht zurücklassen. Jetzt muss ich einfach runterspringen können, Lumi. Hier gibt's keinen Fallschaden. Das wäre viel zu einfach.
viel zu einfach. Ja, das. Guck mal, kannst du durchgucken, Jimmy. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg und ich bin immer noch hier unten. Durch das Fernglas hier, wenn du rangehst. Das kostet 5 Dollar. Das mache ich nicht, das kostet 5 Dollar. Ich habe später 30 Millionen übrig, aber jetzt gebe ich keine 5 aus. Jetzt aber nee. Kein Geld. Fühlst du die bedrohliche Existenzgrenze auch hier in dem Spiel, ja. Richtig. Da oben gab es auch ein. Wie kommst du? Fernglas. Gebärde Ferngläser, und es gibt sogar eine Cheat, wenn du alle Ferngläser erwischt. Echt? Ja. Customer. Relativ sicher. Jetzt. Hättest du alle? Ich hab nicht alle, glaube ich. Protection from bullets. Ho! Would you like to do battle with a midget riding piggyback on a bullymong? If the answer is yes, please proceed to the southern shelf and defeat Midgemong for me. If the answer is no, you are sad and I have no desire to speak with you further. Blackburn Cove ist tatsächlich gerade, wo wir schon waren. Da müssen wir jetzt wieder hin. Ich heile mich nur mal ein bisschen durch. Ich muss mal gerade ganz kurz was bei Twitch gucken. Das Spiel nicht eingestellt. Achso, wir haben ja noch was anderes, was wir hier machen können. Ach, scheinbar ist da ein Tippi drin. Hä? Da. Oh. Was können wir machen, Benny? Alles gut. Das drückt meine heimliche Liebe zum Larry aus. Kannst du nebenbei zuhören? Ja, ich bin schon wieder da. Weil dann können wir hier mal die Audiologs machen, die liegen hier nämlich rum. Wieso könnt ihr die mal suchen? Ich bin relativ sicher, dass ich die alle finde. Benni, warum hab ich noch die Quest in dem Bullymong-Haar auf? Weil wir nur ein Bullymong-Haar haben und 4 brauchen. Achso. Wir haben alle immer die gleichen Quests, keine Angst, das buggt nicht. Zumindest nicht, soweit ich weiß. So, finde mal jetzt hier, was auf der Map markiert ist, die Audiologs, such mal. Ich sehe keine auf der Map. Rum. Vielleicht ist das angenehmer, wenn ich bisschen weiter weg sitze. Wenn ich auf die Map gehe mit M, sehe ich keine Audiologs. Doch, oben rechts in der Minimap sehe ich schon die Markierung für die Audiologs. So. Sind das die runden Dinger? Ja, das ist eine Bereichsmarkierung, ja. Das sind die runden Dinger. Irgendwo in dem Bereich liegt eine Audiolog. Doesn't belong to you, so why don't you turn around and face me, Pumpkin? This train was commandeered legally under the... Holy nutballs! What happened to your freaking face? Ja, nächster Audiolog. Sind ein paar. Ist ein bisschen Background zu Handsome Jack. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt, Lumi, weil du das gespielt hast. Oh, du, es ist 4 Jahre her. Ja, aber Handsome Jack. Ich erinnere mich an fast gar nichts mehr. Tatsächlich erinnere ich mich an die ganzen Sachen noch, lustigerweise. Ist das bei dir auch 4 Jahre her? Ich weiß nicht, letztes Mal mit Felix können 2 her sein. Ja. Oh, hier gibt's Waffen. Wie kann ich denn Sachen verkaufen? Warum kann man hier nicht mehr vorbei an euch, wenn ihr hier oben in den Tab auf den Rucksack gehen? My weapon machines will fix that. Man kann an Lumi nicht vorbei, wenn ihr dort steht, das ist wie gelockt. Lumi ist dick. Echt nervig. Danke. Ja, Lumi ist dick, eindeutig. Danke. Na, bitte, bitte. Keine Ursache. Okay, how about this? Lady, I don't even know what to call you. You tell me why you look like you headbutted a belt sander, and I'll let all of you go right now. My husband gave me a skag pearl ring. The pearl released hunger-inducing pheromones. Oh, you know what? I am so sorry. I just forgive me. Where's your husband now? He's dead. That is a heartbreaker. But you got something in common with him now, at least.
Erinnerst du dich wenigstens dran, wenn du es hörst, Lumi, dass du das schon mal gehört hattest? Nicht so wirklich, nee. Also ich erinnere mich auch nicht dran, dass ich das schon mal gehört habe, Penny. Okay. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich es das letzte Mal auf Englisch gehört habe. Das könnte natürlich sein, ja. Und dass mir dusig ist. Und ich sowieso nur die Hälfte mitkrieg, gefühlt. Das nächste Mal kaufe ich eine Cola vorher. Soll ich Lumis letztes Mal suchen? Lass sie mal suchen, Felix. Geh mal woanders hin. Ist doch egal, wo ich stehe. Das stimmt. Du bist extra lieb zu mir heute. Sowieso. Brauch nicht nur ein bisschen Cola, ich brauch viel Cola. Ah! Ich guck die ganze Zeit mit der Waffe drauf. Understood. Handsome Jack killed her, did he? Shame, a real shame. Please return the echoes to me whenever you are capable of doing so. So. Wenn du nicht weglaufen würdest. Haben wir direkt abgegeben. Ja, so. Fall, ich brauche viel Cola. Das ist deine Chance, 10 Euro zu donaten, damit ich mir über den Lieferservice 2 Flaschen Cola kaufen kann. Wenn ihr jetzt I drückt, kriegt ihr, oder du I drückst, kriegst du noch eine Waffenauswahl, weil die Quest gab 2 unterschiedliche Waffen und du kannst jetzt auswählen, welche du haben willst davon. Warum sind die Waffen immer nur bei manchen Sachen besser? Das ist doch voll doof. Weil das so ist mit Sidegrades und so. Was? Nein, wollte ich gar nicht ausrüsten. Ja, dann pack's wieder weg, ist doch okay. Nein, nicht Weihnachten in der Nase feiern. Falsches Cola. Was Weihnachten? Auszufallen. Aber wer holt sich bitte sehr Cola beim Lieferdienst? Habt ihr zu viel Geld? Übrigens, wenn ihr... Es ist Feiertag? Ja, dann holt's euch morgen. Ja, aber wenn sie es jetzt brauchen, nützt es nichts. Aber morgen spiele ich kein Borderlands und morgen ist mir nicht schlecht. Lumi, du kannst du einfach Wasser machen und ein bisschen Zucker reinkippen, kommt das selber raus. Nee, das ist auch nicht die Kohlensäure und auch nicht das Koffein. Lumi, hier in dir, übrigens, wenn ihr beiden eure Aussehen noch bearbeiten wollt, das ist hier so eine Station, wo man das machen kann. So Farbe ja, und so. Gut, ich bin hübsch genug. Ja, du siehst Standard aus, wo bist denn du da hübsch genug? Ich sehe mich selbst ja nicht beim Spielen, First Person und so. Doch, immer wenn du I drückst, siehst du dich. Och ja, ich finde die Standardversion ganz hübsch. Genau, wenn wir Level 5 haben, haben wir übrigens unser Action Skill endlich. So. Den hätte man nicht mitnehmen sollen. Also würdest du mich machen lassen, bis du dich dann aber darüber beschwerst, was ich mache? So arbeiten wir nicht. Ne, drück mal L. Das, was mit diesem Borderlands-Symbol markiert ist, sind die Story-Missionen. Das andere sind Side-Missions. Mit den Zahnrädern und wir haben noch Side-Missions. Ja. Hätte ich zuerst gemacht, ja. Sonst bist du irgendwann zu schwach. Schwach? Ja, man ist irgendwann zu schwach, um die Mission zu machen, vom Level her. Wenn du nur Story-Missionen machst. Ach so, meinst du das dann? Warte mal, Felix. Hey, you think you'll freeze to death out there? No, probably not. Bandits will get you first. My day? Been pretty good. Just bought a pony made of diamonds. Yeah, because I'm rich. So, you know, that's cool. Goodbye. Wir müssen ja eigentlich nach links abbiegen, in die Richtung, wo wir vorhin schon mal waren. Wenn wir diese Nebenmission machen wollen, ansonsten machen wir halt die Hauptmission. Ja, dann geh mal voran, du hast ja die Ahnung. Es ist auf der Map markiert, ich hab den im Questlog geändert. Jetzt ist die Markierung für euch genauso wie für mich. Okay. Oh, Felix sieht jetzt awesome aus. Der Schneemann. Bullimung-Hau machen wir jetzt. Wieso das denn? Das machen wir nebenbei. Symbiose müssen wir machen. Ja, okay. Ja. Bullimung, einfach, wir müssen jetzt dran denken, wenn wir Bullimungs töten, dass wir die im Nahkampf töten müssen. Dann machen wir das einfach nebenbei. Beziehungsweise runterschießen und dann letzten Hieb. Genau. Mit dem Nahkampf. Ja, meine ich mit dem Nahkampf töten. Boah, ich fürchte, ich muss bald aufgeben, es tut mir echt leid. Ja, ist okay.
dann müssen wir irgendwie doch noch was anderes suchen. Golfet. Ja, wir können auch ein bisschen noch eine Runde golfen heute. Es gibt das versaute Level, was ich noch zeigen wollte. Nein, das versaute Level wollen wir nicht spielen. Das ist nie, nichts großartig Schlimmes. Tatsächlich für mich selber habe ich noch hier, ich glaube inzwischen dreimal zum Spaß diese kreative Strecke gespielt mit dem Flipper und so. Okay, ja. Das Harry Potter Ding habe ich gefunden auf jeden Fall. Wir könnten mit dem Felix auch mal das mit dem Roulette spielen. Stimmt, wir haben eine Surf-Variante gefunden, wo du surfen kannst sozusagen. Also kennst du von Counter-Strike Surf-Maps? Wahrscheinlich nicht. Nein. Du okay, kannst dort steuern, während du bergauf. Okay. Es geht echt nicht mehr. Na dann, hör mal jetzt.